Leute, gestern im Livestream für das neue Event, das Horizon Erbstück, freigeschaltet. Ich habe hier jetzt noch das Pack-Opening für euch, für das gesamte Event, für alle 24 Collectibles, das Erbstück. Und ich zeige euch zum Schluss auf dem Trainingsgelände auch noch ein paar Animationen zum Horizon Erbstück. Ihr könnt euch natürlich sicher sein, dass das nicht alle sein werden. Wer fleißig jedes Mal Videos von irgendwelchen anderen Content-Creatern seht, rund um irgendwelche Erbstücke, die wissen, dass es sehr, sehr seltene Animationen gibt, die extrem selten auftauchen. Da müsstest du wahrscheinlich dich eine Stunde irgendwo hinsetzen und das alles triggern, bis du vielleicht alle raus hast und selbst dann bist du noch nicht sicher, ob du alle hast. Deswegen, ich habe, glaube ich, 3, 4 verschiedene getriggert, die allesamt relativ geil aussehen. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen, wünsche euch viel Spaß bei dem Pack-Opening und wünsche euch allgemein noch viel Spaß beim Dress-to-Kill-Event und schreibt gerne noch in die Kommentare, was ihr von den Skins haltet. Ich muss ganz ehrlich sagen, New Revenant, Loba, Newcastle und der Nemesis-Skin ist der absolute Burner. Auch der Horizon-Skin ist mega, mega geil. Alles Geschmackssache, keine Frage. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. So, okay, wir kaufen uns jetzt erst einmal das Bündel. Und wir kaufen uns das Bündel. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie komme ich jetzt am günstigsten weg? Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal ein bisschen was mit Metallen hier reinziehen, so viel wie geht. Drei Sachen nur mit Metallen. Oh, das wird aber knapp. Ich glaube, da muss ich noch mal ein paar Euros draufhauen. Okay. Was kosten eigentlich ein Pack einzeln? Ein Pack kostet 700, okay. Na, wir machen mal die ersten auf. So, ich habe jetzt keine Möglichkeit mehr irgendwie zu sparen, oder war noch irgendwas? Das haben wir. Das haben wir. Mehr ist nicht. Dann machen wir mal die ersten auf. Gleich noch ein Standard-legendärer Skin für Pathfinder mitgezogen. Das ist natürlich nice. Auch der 45-Skin ist echt auch der Regulator. Mein Regulator. Das ist ein schönes Ding hier. Vielleicht komme ich noch einmal auf 800 Metalle. Das wäre natürlich geil. Domestic Skin. Miastiff. Das ist schon ein bisschen geil. Was soll das, ey, wirklich? Der 30-30 Skin ist wirklich auch sehr nice. Jetzt kurz gucken, 370 Metalle. Oh, ich glaube, ich kann mich davon verabschieden, dass ich hier noch auf 800 Metalle komme, noch was Episches zu craften. Ah, irgendwie ist er schon geil. Die Friese, ich kann mich noch nicht so richtig damit anfreunden, aber lecker. Sehr lecker. Noch einen legendären P20 Skin aus dem Normalpool. Okay. Hm.
Ah, der Loberskin, der hat schon was, doch. Der Wolfskin ist auch nice, doch. Aber ich finde halt trotzdem nach wie vor unübertroffen die Battle Pass Skins von der Vault. Ist einfach mal Fakt. So, 550 fehlen noch. So. Spart ja nicht mal, wenn man ein bisschen auf Masse kauft, spart man nicht mal. Das ist ja auch eklig. Aber ich könnte vielleicht noch einmal auf Legendär was craften. Mit Crafting-Metallen was craften, was Episches meine ich, wenn ich Glück habe. Oh, der Nemesis-Skin, das ist einfach unfassbar. Geilster Nemesis-Skin überhaupt bis jetzt. Lecker, wirklich. Siebenhundert, okay. Wie viel braucht man? 800? Für irgend so ein Ding? 800, ja, okay. Das ist doch jetzt Absicht und Mobbing. Der Spitfire-Skin, der haut. Zehn, Alter. Geil, wirklich. So, warte mal, wie viele Objekte fehlen mir eigentlich noch? 24. Drei kann ich kaufen, einmal kann ich noch craften, damit müsste ich eigentlich durch sein. Doch. Also hole ich jetzt die drei. Ach, fuck, scheiße, ich habe gar nicht mehr genug Münzen. Sehe ich gerade. Machen wir einmal so. Kaufen. Komm noch mal. Zack. Brutmutter heißt der. Ach nee, mein aktueller heißt Brutmutter. Alter, was ist denn? Ach, das ist der Alien-Skin. Brutmutter klingt aber auch schon ein bisschen eklig. Ganz ehrlich. Ist das jetzt nicht eigentlich fast schon Hupe? Nee, ist es nicht. So, okay. Brutmutter, das klingt schon echt räudig ein bisschen. Muss ich echt noch ein scheiß Pack kaufen? Ich muss jetzt quasi noch einmal Geld ausgeben. Gaufen. Gaufen, Gaufen. Und bitte öffnen. Oh, ey, wirklich, wir haben den Pack-Opening sich das Geilste wirklich aus diesem gesamten Stuff zum Schluss aufgehoben. Das ist so geil. Ah, das kannst du dir nicht ausdenken. Der ist einfach absolut krank, dieser Skin. Umso besser, dass dann Season 18 sein Rework bekommt. Enjoy. So, dann würde ich sagen, gehe ich mal ganz kurz. Wo ist denn die Tante? Ich habe die ewig nicht gespielt. Hallo. Das stört mich auch irgendwie hier so.
zwar schon wieder dieselbe Animation. Das ist neu. Bei der Macht von Grayskull. Oh, Vektorstift. Er macht von Brutmutter. Ja, doch, gefällt mir.